Wie werde ich am allerallerschnellsten Level 60? Wenn ihr euch diese Frage stellt, seid ihr hier wahrscheinlich an der falschen Adresse, da für mich das Leveln genauso zum Spiel gehört, wie auch der Endcontent. Wenn ihr allerdings wissen wollt, wie ihr am effektivsten die Maximalstufe erreicht, dann gebe ich euch in diesem Video 12 Tipps, um euch den Weg vielleicht ein klein wenig, ich nenne es mal angenehmer zu machen. Schreibt mir mal eure Meinung zu den Tipps in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Tricks kennt, bitte ebenfalls her damit. 250 Stunden oder auch besser gesagt 10 bis 11 Spieltage benötigt ein durchschnittlicher Spieler, um das Maximallevel 60 zu erreichen. Wäre es da nicht fatal, erst nach so einer langen Zeit zu merken, dass man zum Beispiel doch lieber den Magier anstatt den Hexenmeister oder den Schurken anstatt den Krieger spielen wollen würde? Informiert euch deswegen bitte auf jeden Fall, was euch mit der jeweiligen Klasse bzw. Rasse erwartet. WoW Classic ist leider in der Hinsicht nicht so flexibel und verzeiht deutlich weniger Fehler der Klassenwahl, da einfach nicht jede Skillung so konkurrenzfähig wie im heutigen World of Warcraft ist, wobei das mir persönlich unterm Strich gesagt piepegal wäre. Schaut dazu gerne mal aber in meine Klassen- und Rassenguides, welche ich euch unten natürlich in der Videobeschreibung verlinke. Kein direkter Tipp will ich aber an dieser Stelle einfach erwähnen. Bleibt bis Level 6 im Startgebiet, auch wenn ihr noch die letzten Erfahrungsbalken grinden und Mobs töten müsst. Aber warum? Man bekommt ja alle zwei Level neue Fähigkeiten, so auch mit Stufe 6. Mal angenommen, ihr seid als Beispiel ein Orkjäger, wie ich in diesem Fall, und ihr verlasst das Startgebiet mit Level 5 und geht direkt zu den Echo-Inseln. Jetzt werdet ihr dort wenige Minuten später Level 6, habt jetzt vor Ort aber keinen Trainer, um Fähigkeiten zu lernen, außer ihr seid Magier. Jetzt müsst ihr also entweder wieder zurück ins Startgebiet oder nach Razor Hill laufen, um die auf diesem Level sehr wichtigen neuen Fertigkeiten zu erlernen. Das kostet Zeit, die man sich wirklich hätte sparen können. Das Ork-Troll-Beispiel ist natürlich das brutalste, da diese einer der wenigen Völker sind, welche nach dem Startgebiet keinen Knotenpunkt mit Klassenlehrern haben. Allerdings könnte man die Regel bei den anderen Rassen so umlegen, dass ihr erst mit dem zweiten Gebiet beginnt, wenn ihr Level 6 seid und eure Fähigkeiten angenommen habt. Dann müsst ihr zumindest nicht kurz nach dem Beginn der ersten Quest im zweiten Gebiet wieder zurücklaufen und könnt direkt durchziehen. Wo wir auch hier direkt beim letzten Tipp irgendwie anschließen. Sobald ihr das Startgebiet verlassen habt, im besten Fall mit Level 6, würde ich euch empfehlen, bevor ihr weiterquestet, eure Sammelberufe zu erlernen. Ab der jeweiligen Zone nach dem Startgebiet können nämlich Pflanzen- und Erzvorkommen zu finden sein. Lernt euren gewählten Sammelberuf aber am allerbesten schon jetzt, sonst könnte es passieren, dass ihr das ein oder andere Pflänzchen oder Erzvorkommen nicht mitnehmen könnt und vor allem wertvolle Skillpunkte verschenkt. Setzt so oft es geht eure Rassenfähigkeiten ein und haltet diese sogar auf Cooldown. Als Ork, Schurke oder Krieger hämmert ihr zum Beispiel immer kochendes Blut, um mehr Nahkampfschaden zu machen. Als levelnder Zwerg wird die Steingestalt aktiviert, um die Rüstung zu erhöhen. Als Troll der Berserker, um eure Angriffsgeschwindigkeit zu steigern und so weiter. Nutzt unbedingt die Fähigkeiten eurer Rasse, auch wenn diese nicht so essentiell sind, aber hey, einem geschenkten Murloc schaut man nicht ins Maul, oder wie war das? Lockt euch in Gasthäusern oder in den Hauptstädten aus, dort bekommt ihr nämlich erheblich mehr Erholungsbonus. Das bedeutet, alle 8 Stunden habt ihr so gesehen einen Balken erholt. Ein Level besteht ja, wie ihr wisst, aus 20 Balken. Ihr müsst also so gesehen 160 Stunden für ein ganzes Level im Gasthaus oder in der Hauptstadt verbringen. Maximal sind 1,5 Stufen erholt sein möglich. Was bringt mir das Ganze jetzt aber eigentlich? Ganz einfach, ihr bekommt durch das Töten von Monstern doppelt so viel Erfahrung. Wenn ihr also mal für ein paar Tage nicht spielen könnt, habt ihr immer noch den Erholungsbonus, also immer brav im Gasthaus oder in einer der Hauptstädte euren Charakter parken. Die Wiederbelebungsnachwirkungen bestehen vor Level 10 nicht. Das bedeutet, wenn ihr euch gezielt sterben lasst, könnt ihr euch eine Menge Laufweg sparen. Zum Beispiel einmal am Ende der Starthöhle der Ork sterben lassen und schwupps bin ich in Razor Hill. Klar verliert man Haltbarkeit auf seiner Ausrüstung. In diesem Fall wechselt man sein Equipment aber noch so rasend schnell, dass das alles nicht weiter schlimm ist. Das Ganze macht aber natürlich nur Sinn, wenn ihr wisst, wo die Friedhöfe sind. Diese verlinke ich euch aber natürlich noch in der Videobeschreibung. Kauft nicht alle Fähigkeiten, die euch der Klassentrainer alle zwei Level anbietet. In Classic gibt es noch diverse Fähigkeiten, die teilweise ganz witzig sind, wie zum Beispiel die Fernsicht des Schamanen, mit der ihr die Sicht aus dem jeweiligen Bereich, welchen ihr markiert habt, bekommt. Aber ja, bringt halt einfach nicht wirklich viel zum Leveln und spart euch bis Level 40 einige Taler an Gold, die ihr vielleicht lieber für euer Mount ausgeben wollt. Schaut zudem immer in der Liste nach, ob es sich gerade wirklich lohnt, den langen Weg zurück in die Stadt auf sich zu nehmen oder ob ihr nur wegen ein paar Fähigkeiten hinfliegen würdet, die ihr sowieso nicht kaufen wollt. Ich verlinke euch die gezeigten Bilder sowie die Homepage, auf der ihr gezielt nachschauen könnt, natürlich in der Videobeschreibung. Folgender Tipp ist nur für Klassen mit Mana von Vorteil. Es gibt eine sogenannte 5-Sekunden-Regel. Das bedeutet, dass eure Mana-Regeneration 5 Sekunden, nachdem ihr das letzte Mal Mana verbraucht habt, beginnt. Das bedeutet unterm Strich, setzt zuerst eure Zauber und Fähigkeiten ein, um anschließend den Gegner mit eurer Nahkampfwaffe oder dem Zauberstab zu erledigen.
Dadurch spart ihr auf lange Sicht definitiv einiges an Mana beim Leveln. Mein Kollege Montesa hat dazu ein etwas längeres Video gemacht, schaut da also gerne mal vorbei, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Addons, beziehungsweise Quest-Addons, und ja, ich halte auch nicht so viel von Quest-Helpern wie Questy oder ähnliche Erweiterungen, die euch das Ziel der Aufgabe auf der Karte anzeigen, wobei ich natürlich gestehen muss, dass ich sowas auch schon mal verwendet hatte, bevor das Ganze in World of Warcraft integriert wurde. Ich glaube, das muss einfach jeder mit seinem eigenen inneren Classic-Feeling ausmachen. Das Video zu meinen Top 7 Addons für Anfänger beziehungsweise zum Leveln findet ihr oben rechts im Eck oder natürlich auch in der Videobeschreibung. Erstellt euch einen Bunk-Twink und rennt mit diesem in die Hauptstadt. Stellt euch vor, ihr seid mit eurem Main unterwegs, habt fleißig gefarmt und gelevelt und jetzt geht euch der Platz aus. Euer Ruhestand ist auch nicht bereit und eigentlich wollt ihr ja direkt weiter questen. Was nun? Schickt einfach eure Items, welche ihr nicht direkt beim Händler verkaufen wollt, sondern welche ihr ins Auktionshaus stellen oder auf die Bank legen möchtet, zu eurem besagten Twink. Später könnt ihr ganz einfach umloggen und erledigt die Auktionshausgänge oder legt die jeweiligen Ressourcen in euer Schließfach. Mehr Zeit sparen geht fast nicht. Benutzt euer Interface, erstellt euch Keybindings und verwendet auf jeden Fall Dauerlaufen, was ihr standardmäßig auf der Num-Taste findet, da ihr in Vanilla etliche Kilometer zu Fuß unterwegs seid, sowie Shift-Clicks für Autoloot, um gegnerische Feinde automatisch looten zu können und nicht jeden Gegenstand einzeln anklicken zu müssen. Bei diesem Punkt gibt es noch ein paar mehrere kleinere Tipps auf einmal. Bevor ihr in Instanzen geht, schaut, dass ihr alle Quests bekommt oder eure Mitspieler euch diese teilen können, da das definitiv verschenkte Erfahrungen und verschenkte Items sind. Wenn ihr eine Nahkampfklasse spielt, vor allem beim Schurken und Krieger, ist nichts wichtiger als eine aktuelle starke Waffe zu haben. Kein anderer Itemslot ist so wichtig wie dieser für schnelles und angenehmes Monsterkloppen. Erlernt einen zweiten Beruf wie Erste Hilfe oder Angeln. Ersterer ist vor allem für Nahkampfklassen sehr empfehlenswert. Erstellt euch nützliche Magros, um zum Beispiel mit einer Taste von Schild und Schwert zur Zweihand zu wechseln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Däumchen und ein Abo wären wie immer ein Traum. Bis zum nächsten Video oder wie mein orkischer Peon-Freund sagen würde, Arbeit abgeschlossen.